Denk daran, dass nach dem zweiten Kommen kein Fegefeuer mehr existieren wird. Donnerstag, 9. Oktober 2014, 20.40 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wie durfte ich doch nach der Liebe der Menschen und wie dürften sie doch nach mir? Aber die Spaltung, welche den Menschen von mir, dem Lebensspender, trennt, ist der größte Feind der Menschheit. Satan, dessen gerissene und hinterlistige Machenschaften, haben dazu geführt, dass er große Spaltungen in der Welt hervorruft. Die Tatsache, dass er verborgen bleibt, gibt ihm große Macht über die Seelen der Menschen. Sein böser Einfluss bewirkt bei Kleingläubigen Zweifel an meiner Existenz. Er überzeugt andere, die nicht an mich glauben, dass der Mensch nicht verantwortlich sei, welche Entscheidungen er auch immer trifft. Sein beruhigender Einfluss, wenn er den Menschen in Versuchung führt, überzeugt diejenigen, zu denen er Zugang erhält, dass das Falsche richtig und das Richtige falsch ist. Er stellt die Liebe als Lust dar, den Hass als eine Form der Begierde und Neid und Eifersucht als Mittel, um dadurch die Vernichtung des Lebens einer anderen Person zu rechtfertigen. Jede Idee, jeder Wunsch, jede Sehnsucht und jedes Verlangen, die er in die Seelen der Menschen pflanzt, führt sie in die Sünde. So viel Verseuchung unter den Menschen in dieser Zeit hat dazu geführt, dass an die Stelle der reinen Liebe, die von Gott kommt, die Lust tritt. Alles, was aus der Schlange entspringt, wird in den Herzen der Sünder als eine gute Sache vorgelegt werden. Die Sünde wird von Sündern, die dem Teufel erliegen, immer gerechtfertigt werden. Die Sünde wird, wenn sie einmal gerechtfertigt ist, dann verherrlicht, bis sie einer großen Tat endet, die Anerkennung verdient. Wehe dem Menschen, der es wagt, jene herauszufordern, die die Sünde verherrlichen. Der Sünder, der die Sünde mit großer Freude umarmt, wird andere beeinflussen, es ihm nachzumachen. Heute kann man den Einfluss des Teufels überall sehen. Wurden sündige Handlungen einmal sorgfältig verborgen, hat man heute keinerlei Scham, sie vor aller Welt zu zeigen. Alles, was mir zuwider ist, wird mit großem Genuss umarmt. Falsches wird als richtig präsentiert und alles, was richtig ist, gemäß den Geboten Gottes, gilt als falsch. Wenn der Teufel am Werke ist, wird alles verkehrt herum präsentiert werden und als das genaue Gegenteil von dem, was von mir kommt. Wisset, wenn mein Wort für falsch erklärt wird, hat der Einfluss des Bösen seinen Höhepunkt erreicht. Denk daran, dass nach dem zweiten Kommen kein Fegefeuer mehr existieren wird. Himmel und Erde werden eins werden und die Hölle wird die Wohnstätte für diejenigen sein, die den Teufel anbeten und alles, was von ihm kommt. Die Dämpfe seiner bösen und niederträchtigen Machenschaften haben sowohl diejenigen befallen, die an mich glauben als auch diejenigen, die mich ablehnen. Niemand ist sicher. Gebet, meine geliebten Anhänger, ist eure Zuflucht. Bewahrt mein Wort und betet, nicht für euch selbst, sondern für diejenigen, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Sie brauchen eure Gebete, morgens, mittags und abends. Euer Jesus.